lokaler Rettungsruf? Gott sei Dank. Können Sie uns helfen? Ich bin hier auf dem Rundwanderweg. Mein Freund ist gestürzt. Ich glaube, er hat sich den Fuß gebrochen. Bleiben Sie ganz ruhig. Wo genau befinden Sie sich? Er liegt in der Schlucht. Das ist hier westlich von Dawson's Peak. Bitte schicken Sie jemanden her. Wir schicken sofort einen Rettungshubschrauber los. Wenn Sie ihn kommen sehen, winken Sie ihm zu. Machen Sie sich bemerkbar. Verstanden? Ja, beeilen Sie sich. Es ist schon jemand unterwegs. Zentrale, hier Luftrettung 7. Wolkenschaden-Range in nordwestlicher Richtung. Nähern uns den angegebenen Notrufkoordinaten. Roger, bitte melden Sie sich, wenn Sie die Person gesichtet haben. Roger, LR7, Ende. Hallo! Hey, hier bin ich! Hilfe! Bitte komm schnell! Zentrale, hier Luftrettung 7. Verletzte Person befindet sich auf einer Lichtung etwa 2 Meilen südlich vom McNally Pass. Stand by. Verstanden, Luftrettung 7. Beginnen Sie mit der Bergung. Okay, wir bringen ihn erstmal an Bord. Schon mal in so einer Kiste mitgeflogen? Noch nie. Na, dann ist ja heute Ihr Glückstag. Okay, es wird schon. Wir sind guten Helfer. Zentrale, hier Luftrettung. Vorsichtig. 2 Personen geborgen, davon eine verletzt. Wir können los. Verletzte Person an Bord. Okay, du kannst der Klinik Bescheid sagen. Die sollen dort schon mal... Luftrettung 7, was? Ende. Hey! Was soll denn das? Wie schon sagt, es ist unser Glückstag. Das würde ich dir nicht raten. Das ist doch richtig. Ja, das solltest du nicht tun, Jim. Hör schön auf deine Kollegin hier. Ich glaube, wir beide sind uns einig, dass jede falsche Bewegung unerfreuliche Konsequenzen hätte. Hast du mich verstanden, Jim? Ha? In Ordnung. So ist brav, mein Junge. Übernimm du. Bewegung! Ha? Ihr könnt jetzt kommen! Saubere Arbeit. Lange nicht getragen, die Uniform. Sitzt aber immer noch wie angegossen. Und ihr? Nehmt euch in Acht hier draußen. Wilde Seilschaft. Bleibt schön auf dem Weg, trinkt ausreichend Wasser und tragt festes Schuhwerk. Ist kein Vergnügen, sich hier den Fuß zu brechen. Auf geht's, Barbie! Zeigt uns, warum wir dich so lieben! Geht in Ordnung, schneid euch an! Weißt du was? Ich habe rausgefunden, wo dieses Klingelgeräusch herkommt. Du wirst staunen. Hallo? Hallo, Dean. Hat funktioniert. Bist du da? Ja, bin ich. Wir müssen es kurz machen. Ich habe gleich wieder eine Führung. Störe ich dich gerade? Nein, es gibt hier nur gewisse Leute, die einfach das Klingeln überhören. Und Fiona? Freust du dich schon? Selbstverständlich. Hast du es ihm erzählt? Bist du verrückt? Ich will ihn doch überraschen. Amy weiß es auch noch nicht. Irgendwie mache ich mir schon ein bisschen Sorgen. Das brauchst du nicht. Ich garantiere, am Spielende sind die beiden die dicksten Kumpel. Sagst du so? Amy steht nicht auf Basketball. Das wird sich ändern, wenn sie erst mal live dabei war. Und Jeremy ist ein riesen Sonic-Fan. Der wird Amy für das Spiel schon begeistern. Wenn die Kinder nicht lernen, sich zusammenzuraufen, können wir die ganze Sache vergessen.
Das ist vollkommen normal. Unter Stiefgeschwistern gibt's eben auch Reibereien. Dann wird aus zwei Familien eine große. So ist es. Also, ich leg jetzt auf. Okay. Wusste ich's doch. Nur leere Versprechungen. Wieso leere Versprechungen? Du weißt genau, was ich meine. Ich hab gedacht, wir gehen heute zum Spiel. Gehen wir auch? Ja? Und wieso läufst du dann rum wie ein Nachtportier? Ah, tut mir leid, mach dir Gewohnheit. Ich hab heute Abend frei. Wirf mal das T-Shirt rüber. Weißt du, der komische Fetzel unterscheidet sich kaum von der Müllkutscher-Uniform. Früher warst du beim Schatzamt. Alles eine Frage der Gewöhnung. Es ist für uns alle eine schwierige Umstellung, dass wir uns jetzt einschränken müssen. Nur wegen der blöden Sparpolitik. Wir kommen schon klar. Nachtwächter sind solche Loser. Scheiß Arbeitszeiten, miese Bezahlung. Und peinlich ist es auch noch. Für mich übrigens genauso. Ja, aber wir müssen doch von irgendwas leben. Also komm, es wird Zeit. Wir müssen los. Was schon? Das Spiel fängt doch erst um 6 an. Ich soll auf dem Weg noch was abholen. Mit den Schuhen willst du vor die Tür? Ja, wieso? Nimm lieber meine. Die sind viel cooler, hm? Noch 4 Minuten. Funkverkehr normal. Kein Alarm. Gar nichts. Ich bin so aufgeregt. Spürst du, wie ich zittere? Ich nicht. Darauf warte ich schon, seit die Kerle mich gefeuert haben. Heute zahlen wir es der Bande heim. Aber ohne Michelle, die können wir da drin nicht gebrauchen. Wir sollten sie absetzen, für den Fall, dass es brenzlig wird. Es wird alles ganz glatt laufen. Soll ich dir was über dich verraten, Tom? Du hast eine Frauenphobie. Oh nein! Da liegst du voll daneben, Michelle. Ich liebe Frauen. Darum will ich sie auch beschützen. Außerdem würdest du Quentin nur ablenken. Dabei passieren die meisten Fehler. Die Sache wird glatt über die Bühne gehen. Haltet euch nur an den Plan. Und heute Abend schwimmen wir dann im Geld. Zielabflug. Es geht los. Schon wieder ein sonniger Tag in Seattle. Du brauchst einen vernünftigen Wagen, Dad. Soll das ein Witz sein? Das ist ein Klassiker. Der fährt noch locker 100.000 Meilen. Im Moment können wir uns keinen neuen leisten. Ja, schon klar. Ich hab's ja auch nicht so gemeint. Und wenn ich wirklich mal Geld brauche, kann ich auch meine Freunde anhauen. Deine Freunde? Spendieren dir deine Freunde auch solche Karten? Dritte Reihe, so nah wie möglich am Geschehen? Ehrlich? Ja, super Plätze, Dad. Ich bin beeindruckt. Wieso denn eigentlich 4 Karten? Weil Amy und Fiona auch mitkommen. Steig ein! Luftrettung 7, benutzen Sie bitte Landeplatz 1. Sie haben keinen Gegenverkehr. Luftrettung 7 an Zentrale, wir haben eine mechanische Fehlfunktion. Ich wiederhole, Mayday, Mayday, verlieren Höhe nördlich des Freeways. Luftrettung 7, wiederholen Sie bitte. Ist das nicht eine Scheiße? Scheiße! Nein! An alle verfügbaren Einheiten, Hubschrauberunglück westlich vom Interstate 5, etwa 2 Meilen nördlich vom Stadtzentrum, Rettungsmannschaft bereithalten. Schalt den Transponder aus! Das wird Sie beschäftigen. Wir fliegen unter dem Radar durch. Durch die Bodenreflexion sind wir gut getarnt. Du weißt, was du zu tun hast. Zuerst nehme ich den Aufzug in den 3. Stock, gehe dort in den Hauptverteilerraum, kappe die Notstromversorgung für die Telefonanlage. Dann fahre ich in die Lobby und stehe Schmiere. Kleinigkeit. Die uns 100 Millionen Dollar einbringen wird. Pass auf dich auf, Schatz. Ist doch nur für ein paar Stunden. Ein paar Stunden könnt ihr beide euch doch vertragen. Dad, die werden alles versauen. Jetzt hatten wir endlich mal sowas richtig Cooles zusammen vor. Naja, Fiona ist noch ganz okay, denke ich. Nur diese... Amy ist so eine doofe, verzogene Mistgöre, Dad. Warum hängen wir so oft zusammen rum? Was ist an ihr so Besonderes?
Warum müssen wir ständig mit denen rumziehen? Oh nein. Nein, du hast doch wohl nicht die Absicht, wieder zu heiraten. Oder etwa doch? Bitte sag mir, dass das nicht wahr ist. Ich hätte mir gewünscht, dass du es ein wenig positiver aufnehmen würdest. Wieso könnt ihr nicht so weitermachen wie bisher? Oder hat Mom vielleicht ihren Freund geheiratet? Es geht hier aber nicht um Mom. Es geht hier um dich und mich. Es geht um Fiona und Amy. Jeremy, ich weiß, sowas geht nicht über Nacht. Aber früher oder später müsst ihr lernen, miteinander auszukommen. Ich kann die nicht ausstehen. Wen? Amy, die ist wie eine kleine Prinzessin. Also gut, wenn du wirklich so scharf drauf bist, ins Unglück zu rennen, dann tu's doch. Aber erwarte ja nicht, dass ich vor Freude in die Hände klatsche. Wie es aussieht, bin ich dann wohl öfter in der Woche bei Mom. Na komm, steig raus. Ziel liegt direkt vor uns. Es geht los, Jungs. Lass ihn ein bisschen schweben. John? Die Überwachungskameras auf dem Dach sind gerade ausgefallen. Soweit nichts Neues. Ja, letzte Woche hatten wir 10 Ausfälle. Mach eine Schadensmeldung. Ich geh mal nachsehen. Roger, Ende. Exaktes Timing. Na los, schaff den Kerl aus dem Weg. In Ordnung. Wir ziehen das knallhart durch, wie wir es geübt haben. Sekunden. Das lief ja hervorragend. Wir sind drin. Und unbemerkt. Herzlichen Glückwunsch, Jungs. Wir sind nämlich die stolzen Besitzer eines hochoffiziellen Regierungsgebäudes. Und dadurch erwerben wir auch eine ganz besondere Lizenz. Wir drucken unsere eigenen Dollarnoten. Beeilung. Danke. Wer ist uns auch mal wieder? Ach nein, ich will nur Fiona abholen. Schön, dich mal wiederzusehen. Danke. Hallo, Louis. Leg den Inhalt deiner Taschen da drauf. Dankeschön. War vermutlich nur das Schlüsselbund. Was ist das denn? Ein Wurfstern. Hat mir Klaus geschenkt, der Freund von Mom. Klaus? Na toll. Und dieser Klaus verdient sein Geld, indem er selbstgemachte Waffen vertreibt. Das ist meiner. Jetzt nicht mehr. Schön. Dann lasse ich mir einen neuen schenken. Das hatte ich befürchtet. Ist hier der Treffpunkt für die Führung? Ja, es muss jeden Moment losgehen. Wir warten auf unsere Fremdenführung. Ich bin gespannt, ob ihr das Allerheiligste zu tun habt. Hallo. Liebe Freunde. Jeremy hat es schon erraten. Amy weiß es auch. Ich kann einfach nicht lügen.
Ich bringe die letzte Führung noch schnell über die Bühne und dann können wir los. Hallo, Jeremy. Amy, erinnerst du dich an Jeremy? Hallo. Vergiss es. Alles soweit klar, Fiona. Danke. Gern geschehen. Darf ich mich kurz vorstellen? Hallo, mein Name ist Fiona Dern und ich führe Sie heute Nachmittag durch unsere heiligen Hallen. Ein paar Stockwerke sind wegen Renovierung geschlossen. Wir fahren also gleich durch bis zum 16. Stock und dort können wir die brandneuen Druckplatten für die 100-Dollar-Noten besichtigen. So, bitte, steigen Sie ein. Noch. Danke. Wie lange wird die Show dauern? Maximal 20 Minuten, dann hauen wir ab. Na toll. Dann sind wir alle eine glückliche Familie. Großer Gott, ist mir schlecht. Der Transport wird im 18. Stock zusteigen. Macht euch fertig. Der Junge hat nämlich auch eine Chance. Nicht so schüchtern, Freunde. Wir rücken zusammen. Oh, bevor ich's vergesse, es gibt unterwegs noch einen unvorhergesehenen Halt. Hereinspaziert. Bewegung. Das wird euch noch leid tun. Clowns zu meiner Linken, Komiker zur Rechten. Da wir bei dieser Führung nicht so zahlreich sind, könnten wir uns ja vielleicht auch mit Namen vorstellen. Ich habe nämlich heute ein paar ganz besondere Gäste. Das ist meine Tochter Amy. Hallo, Amy. Und das sind mein guter Freund und Begleiter Dean McConnell und Hallo. Sein Sohn Jeremy. Dean hat ja früher den Wachdienst geleitet. Oh, eine tolle Aufgabe. Ich bin Juan Torres. Ich habe an der Uni ein Seminar über Finanzpolitik belegt. Hallo, ich bin Audrey Lords und das hier ist mein Mann Stuart. Wir sind Touristen aus Prescott, Arizona. Mein Name ist Ed Colby und ich bin Postangestellter. Al Wilkes, ich arbeite als leitender Buchhalter für eine kleine Firma hier in Seattle. Kassenwart, hä? Ja. Na, dann ist mir auch klar, was Sie hier wollen. Nun, ich glaube, wir wollen doch alle dasselbe sehen. Noch einen kleinen Moment Geduld und wir sind da. Hier entlang, bitte. Ist der Tresor. Tatsächlich. Das ist mit der Einführung der neuen Banknoten musste das Schatzamt die gesamten Dollarbestände der USA nachdrucken. Hier sehen Sie die Druckplatten für die 900-Dollar-Noten. Heute Nachmittag werden sie mit einem Panzerfahrzeug zur Notendruckerei gebracht. Sie wurden in Denver angefertigt und hier mit einem Lasercode versehen, der die Fälschungssicherheit gewährleistet. Der Tresorraum besteht aus Betonwänden von 1,50 Meter Dicke und die Innenwandung ist eine Stahlverkleidung von 90 Zentimetern. Könntest du bitte ein kleines Stück? Die Stahlverkleidung ist selbstverständlich nicht massiv. Sie können sich vorstellen, was für ein enormes Gewicht sie dann hätte. Wir gehen mal raus. Stattdessen gibt es einen Hohlraum zwischen Innen- und Außenwandung, der mit einer hochwirksamen Feuerschutzisolierung. Oh Mann. Tom, was soll das hier werden, Mann? Ich bin deine Wachablösung, Tony. Und die Ablösesumme vom Schatzamt kassiere ich auch gleich mit. Leg dich lieber hin und schlaf weiter. Versuch bitte, dich ein paar Minuten zusammenzureißen. Ein paar Minuten vielleicht, den Rest meines Lebens will ich aber nicht mit dir verbringen. Wenn du nichts dagegen hast, warte ich hier so lange, bis die Show zu Ende ist. Von mir aus. Was ist, wenn sich hier jemand reinschleicht und versucht, die Druckplatten zu klauen? Das ist eine sehr gute Frage. Erstens braucht man so eine Spezialkarte zum Öffnen der Türen. Abgesehen davon gibt es überall im Gebäude Kameras, die mit dem Kontrollraum verbunden sind. Und schließlich haben wir ein halbes Dutzend schwer bewaffnete Sicherheitskräfte, die für ungebetene Gäste einige angemessene Überraschungen parat halten. Oh. In wenigen Minuten werden die Platten hier für den Transport abgeholt und wir können den ganzen Vorgang mit ansehen. Es kann losgehen. Da kommen Sie. Diese Männer bringen die neuen Platten nach oben zum Kodierraum und anschließend zur Druckerei.
Jede der 100-Dollar-Platten kann für durchschnittlich 12.000 Drucke benutzt werden. Es sind genau 85 Platten. Wer von Ihnen kann mir sagen, wie viel dabei herauskommt? Das sind exakt 102 Millionen Dollar. Alle Achtung! Das ist eine ganze Menge Geld. Wenn Sie ausgedient haben, werden die Platten eingeschmolzen und neu graviert. Also bevor jemand fragt, nein, Sie dürfen die alten Platten nicht mit nach Hause nehmen. Los. Ich werde verrückt. Quentin. Ja, richtig, bitte. Noch haben Sie Gelegenheit, sich die Gravur nicht mehr gesehen. Dann werden Sie feststellen, wieder eingestellt worden. Wohl eher so eine Art Neubeginn, würde ich sagen. Nur mit einer Gehaltserhöhung. Und Beförderung. Alles in Ordnung, Sir? Alles in bester Ordnung. Nicht wahr, Dino? Rollt den Wagen raus. Das Schatzamt ist im Übrigen erfolgreicher als jede andere Bundesbehörde bei der Bekämpfung der Falschgeldkriminalität. Halt die Ohren steif, Dino. Kommen Sie bitte hier entlang, Lady Sunshine. Wir müssen das Gebäude sofort räumen. Kommen Sie bitte. Kommen Sie. Catwoman, was ist da oben los? Keine Ahnung. Im Tresorraum wird geschossen. Irgendjemand hat Feueralarm ausgelöst. Kommen Sie. Ich lege den Fahrstuhlalarm, um Zeit zu gewinnen. Geh lieber nach draußen. Negativ. Ich fahre nach oben, falls Quentin mich braucht. Tut mir leid, aber ich muss Sie bitten, das Gebäude sofort zu verlassen. Hey, ja, nicht in den Fahrstuhl. Entschuldigen Sie, hallo! Du bleibst schön, wo du bist. Wieso hast du den Fahrstuhl angehalten? Das war ich nicht. Ist offenbar eine Störung. Tom, hör auf mit dem Blödsinn und bring den Fahrstuhl wieder in Gang. Ich verspreche dir auch, ich werde Quentin nichts davon erzählen. Tut mir schrecklich leid, ich höre nichts. Wir haben wohl wieder eine Störung. Tom, hast du verstanden, was ich dir eben gesagt habe? Mit dir. Mach die Tür zu. Rollt den Wagen auf den Flur. Ich gebe euch Feuerschutz. Alles okay? Verletzt. Oh, Stuart. Ist jemand verletzt? Nein, wir haben uns nur erschreckt. Komm, schließ Ohren aus. Donner Wettermann. Die hätten uns fast den Arsch aufgerissen. Ja, ich glaub schon. Amy, wie geht's dir denn? Ganz gut. Okay. Sie sind nach oben gefahren. Wahrscheinlich haben Sie einen Hubschrauber. Gehen mit den Leuten durch das Treppenhaus, runter in die Eingangshalle. Die Täter kennen sich aus. Sie haben vermutlich einen Mann im Kontrollraum, der die Fahrstühle lahmlegen kann. Alles klar? Ja. Okay. Hast du den Mann gekannt?
Früher waren wir mal Kollegen. Ist eine lange Geschichte. Warum haben die geschossen? Sie wollen sich doch nicht mit dieser Bande anlegen. Mr. Lord, Sie tun genau, was Miss Dell Ihnen sagt. Sie können es nicht alleine mit denen aufnehmen, Mister. Er hat recht. Ich melde mich freiwillig. Was? Du hast ja den Verstand verloren. Aber ich war im Koreakrieg, da werde ich mit denen doch lange fertig. Damals warst du um einiges jünger. Warten Sie, ich bin jung. Ich helfe Ihnen. Und den Typ von der Post nehmen wir auch mit. Der ist vermutlich Waffenexperte. Hey, Augenblick mal, ja, ich bin noch nicht lebensmüde. Die Brüder gehen über Leichen. Seien Sie bitte vernünftig und folgen Sie Fiona Dell nach unten. Ich komme allein zurecht. Du bleibst bei Fiona. Dad, du schuldest dem Verein doch nichts. Die haben dich rausgeschmissen. Irgendjemand muss etwas tun. Kümmer dich um die Frauen. Dean, spiel bitte nicht den Helden. Tu mir das nicht Fiona, an. Fiona, ich muss verhindern, dass die Kerle entkommen. Ich liebe dich und dich auch. Cat One. Schieß los, Quentin. Wir sind gleich am Ziel. Alles außer Betrieb setzen und die Sicherheitstüren schließen. Wir treffen uns dann gleich oben. Bin schon unterwegs. Und gib Acht auf Michelle. Nur keine Panik. Ich pass auf. Ruh dich aus, Tony. Wenn jemand fragt, sag ihm, dass ich es war. So, wir haben noch 15 Stockwerke vor uns. Behalt die Tür im Auge für den Fall, dass er nachkommt. Falls er kommt, leg den Knaben einfach um. Wird gemacht. Cat 2 an Cat 3, bitte melden. Cat 2 ruft Cat 3. Hörst du mich? Hörst du mich, Michelle? Cat 3 an Cat 2, bitte kommen. Cat 3 an Cat 2, bitte kommen. Hallo? Hört mich irgendjemand? Hallo! Tom. Abflug, Rudy. Wir fliegen auf gar keinen Fall ohne sie. Sie hat sich abgeseilt. Ich habe nur noch gesehen, wie sie durch die Eingangstür verschwunden ist. Ich wollte es dir vorhin nicht sagen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das kannst du später noch mit ihr ausmachen, aber jetzt müssen wir erst mal sehen, dass wir Leine ziehen. Nein, wir warten noch eine Minute. Hände hoch! Keine falsche Bewegung! Da los sind!
hättest gar nicht erst hochkommen sollen. Hier können wir nicht weiter. Wir müssen das zweite Treppenhaus erreichen, durch diese Tür dort. Nun mach schon. Na, was ist denn jetzt? Krieg dich wieder ein. Die Tür klemmt nur. Komm schon, Bobby! Bobby, komm wieder runter! Die Luft ist rein! Nein! Wir sitzen fest, die Türen schließen automatisch. Keine Panik. Kannst du mir helfen? Okay, auf drei. Eins. Zwei. Jemals, wenn Sie Unannehmlichkeiten hatten, werte hochwohlgeborene Prinzessin, aber unsere... endlich aufhören, verdammt nochmal, seht lieber zu, dass ihr weiterkommt. Verdammt, wir sind erledigt. Verrat mir bitte mal, wie wir jetzt von hier wegkommen sollen, Quentin. Nehmen wir uns Geiseln. Toll, super Idee, Rudy. Samstag nach Dienstende, ja? Da ist im Gebäude hier tote Hose und den letzten Wachmann hast du eben umgelegt. Quentin, was hast du jetzt vor? Sofort runter vom Dach! Zur Treppe, los! Das sind nicht die Rettungsmannschaften. Bist du sicher, dass Michelle nicht mehr im Gebäude ist? Bist du schwer von Begriff? Ich sag doch, sie hat Schiss bekommen und das weitergesucht. Quentin, vergiss mal deine Kleine. Wir stehen hier im Moment mit dem Arsch an der Wand. Rudy, du und Dave kümmert euch um McConnell. Warum suchen wir nicht zusammen einen Weg nach draußen? Er ist der Einzige im Haus, der uns gefährlich werden kann. Er muss irgendwo hier oben stecken. Wer ist dieser Kerl? Ein alter Freund, wenn ihr so wollt. Ich werde euch später alles erklären. Und bitte nicht vergessen, sobald ihr mit dem Pfadfinderkerlchen fertig seid, treffen wir uns alle im 18. Stock. Verstanden? Und wir gehen wieder nach oben. Nach oben? Vertrau mir. Irgendjemand von Ihnen verletzt? Da kommt Wasser von oben runter. Um Gottes Willen, was ist denn hier geschehen? Ein Hubschrauber ist da unten explodiert. Ein Hubschrauber? Ja. Wie ist denn das möglich? Wir können das hier nicht lange aushalten. Hey, nur die Ruhe.
Die Sprinkler werden das Feuer löschen. Darauf würde ich mich lieber nicht verlassen. Das Gebäude gehört unserer tollen Regierung. Bitte bleiben Sie alle ruhig. Wir finden einen Ausweg. Wir dürfen uns nicht trennen und auf keinen Fall in Panik geraten. Ich werde nie wieder ein öffentliches Gebäude betreten. Das schaue ich Ihnen. Ich kann es nicht mehr hören. Weiter geht's, Leute. Hoch zum nächsten Stockwerk. Nicht aufgeben, Prinzessin. Halt die Klappe, du Idiot. Oh, redet man so etwa mit seinem Stiefbruder? Noch bist du es ja nicht. Und wenn ich es verhindern kann, wirst du es auch nie werden. Ich werde meine Mom vor einem Riesenfehler bewahren. Sehe ich auch so. Endlich sind wir mal einer Meinung. Wir dürfen das Feuer nicht ausgehen lassen. Wie bitte? Bist du total übergeschnappt? Wir müssen hier raus. Und zwar so schnell wie möglich. Schreck dich endlich wieder ein. Denkst du, die Bullen lassen uns so einfach rausmarschieren? Die knallen uns ab wie Schießbudenfiguren, bevor wir nur einen Schritt vor die Tür machen. Du hast die Sirenen gehört. Die Bullen sind schon angerollt. Wir müssen sie beschäftigen. Dafür sorgen, dass sie draußen bleiben. Und dass die Scharfschützen außer Rauch nichts erkennen. Scharfschützen? Ja, Scharfschützen. Hilf mir, das Wasser abzudrehen. Feuer kämpft sich durch. Gehen wir runter in den 18. Stock. Wenn ihm das nicht gefällt. Sagen Sie, Mr. Namaguchi, wir haben einen Notfall ersten Ranges und ich schicke meine Männer in das Gebäude. Wenn er will, soll er am Montag Washington anrufen und sich darüber beschweren. Der japanische Botschafter will nicht, dass wir seinen 8. Stock betreten. Ein Witz, wenn man bedenkt, dass bald nicht mehr viel davon übrig ist. Drehleiter nur an der Ost- und Westseite ausfahren, okay? Walter Fain, zentrale Einsatzleitung. Ich trage die volle Verantwortung für dieses Gebäude. Wie sieht's denn aus? Nicht besonders gut. Es gibt zwei Brände. Der eine breitet sich im 10. und 11. Stock aus, der andere arbeitet sich vom Dach nach unten. Unsere Schläuche reichen auch mit Druckverstärkerpumpen nur bis zum 6. Stock. Fernsprechanlagen sind überall komplett ausgefallen. Und dann kommt irgend so ein Komiker auf die Idee, die Hauptleitung für die Sprinkleranlage abzudrehen. Wir kriegen sie nicht mehr in Gang. Es handelt sich um eine Bande von Gangstern. Laut Auskunft der Polizei haben die wohl diesen Rettungshubschrauber, den man da oben noch rausragen sieht, entführt. Vor etwa 2 Stunden ist ein falscher Notruf eingegangen. Und kurz darauf ist dort oben im Tresorraum der Alarm losgegangen. Jetzt sind die Brüder irgendwo zwischen den Bränden eingeschlossen. Die Angestellten? Das ist das Hauptproblem. Wir haben das Gebäude sofort evakuiert, aber außer einem Wachmann vermissen wir auch eine Gruppe von Touristen. Zum Zeitpunkt des Überfalls hat es wohl eine Führung durch das Schatzamt gegeben. Zur falschen Zeit am falschen Ort. Sie sagen es. Die Polizei postiert 2 Einsatzkommandos auf den Dächern der umliegenden Häuser. Natürlich vor allem zum Schutz ihrer Männer. Wann, glauben Sie, haben Sie die Brände unter Kontrolle? Das kann ich noch nicht sagen. Da spielen ganz verschiedene Faktoren eine Rolle. Welche Faktoren? Lassen Sie mich das mal so sagen. Entweder geschieht ein Wunder und die Sprinkleranlage läuft wieder, oder es brennt alles nieder. Bis auf die Grundmauern.
Das ist die falsche Richtung. Wir sollten lieber runtergehen, nicht nach oben. Er hat recht. Nach unten ging's aber nicht weiter. Woher weißt du das? Wir haben es gar nicht richtig versucht. Wir sollten umkehren. Das können wir nicht. Wahrscheinlich stehen bereits beide Treppenhäuser in Brand. Wenn wir uns retten können, dann nur über das Dach oder die oberen Stockwerke. Meine Mutter hat recht. Wir dürfen uns nicht trennen. Wenn wir raus wollen, müssen wir in die andere Richtung. Ich gehe wieder zurück. Ja, und keiner von euch kann mich aufhalten. Kommen Sie auch mit? Was ist mit dir? Wenn sie hier arbeitet, sollten wir vielleicht auf sie hören, oder? Auch wenn wir alle dabei draufgehen? Na schön, wie ihr wollt. Kommen Sie, Mister, lassen Sie den Unsinn. Nee! Sorgen Sie dafür, dass die Polizei im Umkreis von einer halben Meile um das Gebäude alles evakuiert und abriegelt. Alle Personen, die nicht direkt an den Rettungsarbeiten beteiligt sind, raus. Kannst du mich hören? Da haben wir den Salat. Jetzt sind wir ganz abgeschnitten. Wir gehen durch das andere Treppenhaus. Ich gehe nachsehen. Hey! Alles nur, weil Sie keine Ruhe geben wollen. Hören Sie, Lady. Tut mir erschrecklich leid, aber das ändert nichts an der Lage. Wir rennen trotzdem in die falsche Richtung. Ich glaube, ich weiß, warum der Junge nicht wollte, dass wir zurückgehen. Gott allmächtiger. Ich komme mir vor wie im Backofen. Wir werden hier gegrillt wie die Bratwürste. Seinen Kopf. Ist er sehr schwer verletzt? Keine Ahnung, ich hoffe nicht. Sieht nicht gut aus. Da drüben ist das Feuer sogar noch weiter vorgedrungen. Jeremy. Jeremy? Er kommt wieder zu sich, ganz ruhig. Oh, oh, Stuart! Oh, Hilfe! Kommen Sie schnell! Mein lieber Schatz! Er hat ein schwaches Herz. Das ist zu viel für ihn. Sein Herz ist okay. Er ist vom Rauch ohnmächtig geworden. Die Luft ist so furchtbar. Weiß überhaupt jemand, dass wir hier sind? Gibt es keine Rettungsmaßnahmen für solche Notsituationen? Aber natürlich, oder? Das hier ist doch eine Behörde. Na prima, dann können wir ja beruhigt sein. Wir werden hier noch alle verrecken, wenn nicht sofort irgendwas geschieht. Hilfe! Hilfe! Hallo, Jeremy, Fiona! Dean, Gott sei Dank! Ich komme sofort runter! Nein, warte! Beide Treppenhäuser brennen, du kannst hier nicht runter! Als wir im 10. Stock waren, ist dort ein Hubschrauber explodiert. Das Feuer dringt immer weiter vor, wir müssen nach oben. Tun Sie doch was, bitte, mein Mann braucht dringend Hilfe. Jeremy hat sich verletzt, als die Treppe eingestürzt ist. Hey, Jeremy! Schon besser, geht wieder. Es geht wieder! Er blutet nur ein bisschen. Tun Sie doch endlich was, oder wir ersticken hier unten am Rauch! Beeilen Sie sich, bitte! Keiner rührt sich vom Fleck. Ich bin sofort wieder da. Gleich haben wir es geschafft.
McConnell erwischt. Wo ist Rudy? Rudy gibt's nicht mehr. Er ist aus dem Fenster gestürzt. Dieser McConnell war das. Willst du mich verscheißern? Die Feuerwehr ist da und die Polizei auch. Gib mir dein Funkgerät. Wozu gibt es Polizeifunk? Hallo? Okay, auffangen. Und daran sollen wir raufklettern? Sind Sie total bescheuert? Sie können doch gerne fliegen. Okay, Sekunde. Ich muss das Ende noch festbinden. Wie steht's mit Jeremy? Ich weiß nicht, ob er die Kraft hat. Ich schaff das schon. Geht schon wieder. Gut, ich brauche hier oben Hilfe. Du bist der Erste, Juan. Jeremy, halt ihm das Seil fest. Du bist der Nächste. Okay, es kann losgehen. Es wird immer schlimmer. Festhalten! Du schaffst es, Juan! Na komm! Weiter so. Na, weiter! Du machst das super. Wer sagt's denn? Du schaffst es! Gut so, weiter! Gib mir deine Hand. Ich lass dich nicht los. Hab keine Angst. Du hast das gleich. Gib mir deine Hand. Also, keine Angst. Ich hab dich. Ich hab dich. Ja, gut so, Juan. Ja! Das war super! Also, gut gemacht, Juan. Okay, Jeremy, jetzt du. Danke. Hier, Einsatzleitung, Walter Fane. Maul halten und zuhören. Ab jetzt gebe ich nämlich hier die Befehle und es sieht so aus, als müssten Sie uns schleunigst ein Transportmittel besorgen. Okay, und jetzt hören Sie mir zu. Ihr seid doch da oben komplett isoliert. Lassen Sie das meine Sorge sein. Und jetzt tun Sie gefälligst, was wir Ihnen sagen, oder legen Sie Wert auf einen Granatschauer mit ein paar hundert Todesopfern für die Abendnachrichten. Eine kleine Kostprobe gefällig? Nein, also was verlangen Sie? Wir wollen einen gepanzerten Wagen und absolut freies Geleit zum Flughafen. Dort einen Jet samt Besatzung, Folgetank und Startklar. Verstanden? In Ordnung. Wir haben eine Stunde Zeit. Wir haben eine tolle Aussicht von hier oben. Wenn Sie irgendetwas abziehen, irgendwelche Tricks, oder jemand kommt rein, Feuerwehrleute oder Polizisten, ganz egal, könnt ihr euch da unten auf ein kleines Feuerwerk gefasst machen. Verstanden? Ich werde sehen, was ich tun kann. Haben Sie die Stimme schon mal gehört? Entschuldigen Sie bitte, aber ich muss Ihnen etwas zeigen, Agent Fane. Gut, festbinden. Wir ziehen Sie hoch. Nein, ich kann das nicht. Doch, aber Sie können. Unterhöhen Sie Angst. Können das. Wenn Ihr Mann es geschafft hat, dann können Sie es auch. Es wird alles gut, das verspreche ich, Mrs. Lords. Alle zusammen. Fertig? Einen Schritt nach vorne. Sie schaffen das. Nein, ich leide unter Höhenangst. Ich kann das nicht. Keine Sorge, Sie schaffen das. Ihr Mann hat mir gesagt, wenn Sie schön tapfer sind, wird er Sie gleich mit Füßen übersehen. Gott, ich hab solche Angst. Halt dich gut fest, Liebling, und keine Angst. Denk einfach an die Fahrt im Riesenrad damals auf Coney Island. Schön tapfer, Mädchen. Okay, also das war die große Lösung. Ein gepanzerter Wagen vor der Tür. Hast du auch eine Idee, wie wir da runterkommen? Außerdem knallen die uns doch sofort ab. Oh, ihr Kleingläubigen. Das mit dem Wagen soll Sie nur ablenken. Wir nehmen einen ganz anderen Ausgang. Kommt mit. Los nochmal! Der Schrei reißt jeden Moment! Ja. Vorsicht! Sie gleich haben wir es geschafft! Wir sagen's! Gott sei Dank! Beeil dich! Ja, ich hab mich ja so gefühlt. Okay, Baby, aufhängen und gut festhalten! Nein. Schön festhalten! Halt dich fest, Mom! Okay, wir ziehen dich hoch! Und nochmal! Ziehen! Mom! Alle nochmal kräftig ziehen, Leute! Macht schon! Noch ein Stück! Also endlich! Oh, ich kann mich nicht mehr halten! Okay, komm her! Komm her! Ich hab dich! Ich hab dich! Ja! Alles okay? Hast du gedacht, ich würde dich loslassen? Es wird zu heiß, los, weg hier. Komm schon. Kommt, Leute, gehen los, wir. Los, jetzt weg hier. Vorwärts. Was gibt's denn? Wir haben versucht, mehr Wasserdruck aufzubauen, indem wir die städtischen Versorgungsleitungen anzapfen, aber ohne Erfolg. So haben wir keine Chance, diese Brände einzudämmen. Wie darf ich denn das verstehen? Die Situation ist äußerst ungewöhnlich, ähnlich wie ein Pulverfass mit zwei Zündschnüren.
Beim Zusammentreffen wird das System schlagartig mit Sauerstoff angereichert. Augenblick, Moment. Schön langsam. Also gut, da sind zwei Brände. Die bewegen sich aufeinander zu. Und wenn sie sich treffen, gibt es eine gewaltige Explosion. Moment, ich dachte, das Gegenteil sei der Fall, weil sich zwei Brände gewissermaßen gegenseitig aufheben. Nein, das hier ist ein Hochhausbrand und kein Buschfeuer. In geschlossenen Räumen gehorcht das Verhalten von Hitze und Sauerstoff anderen Gesetzmäßigkeiten. Aber im Grunde haben Sie recht. Ohne Brandbeschleuniger und Sauerstoff geht das Feuer aus. Aber bevor das geschieht, treffen sich die beiden Brände. Und die Hitze erhöht sich dann um ein Vielfaches. Und so entsteht, was wir Fachleute ein Flashover nennen. Eine gewaltige Explosion. Und jedes Lebewesen, das sich dann noch im Haus befindet, sofern es nicht sowieso schon tot ist, wird wie in einem Hochofen verbrennen. Nehmen Sie die Arme hoch. Den Kopf zurück. Zurück. Atmen. So ist es gut. Ganz ruhig. Nochmal tief durchatmen. Wie soll es jetzt weitergehen? Und gleich nochmal. Dean kennt sich hier aus. Nochmal tief durchatmen. Kopf nach hinten. Kopf nach hinten. Sehr gut. Ja, ja. Der Hubschrauber. Die Männer waren auch an Bord, oder? Nein, die sind noch im Gebäude. Vom Dach her brennt es auf. Wir sind also alle hier gefangen. Das heißt also, wir stecken praktisch in der Falle. Das fürchte ich auch. Wie im Backofen mit Oberhitze. Wir gehen sowieso drauf. Wenn uns die Verbrecher nicht erwischen, dann verkohlen wir alle. Bevor ich hier verputzle, fange ich mir lieber eine Kugel ein, ehrlich gesagt. Davon sollten wir gar nicht reden. Wir werden gerettet. Nur keine Sorge. Wer sind die Kerle? Wer war dieser Mann? Ob du es glaubst oder nicht, wir waren mal Freunde. Wir waren beide hier beschäftigt und haben uns vor etwa 5 Jahren zerstritten. Das ist sehr kompliziert. Jedenfalls habe ich mich sehr lange in Quentin getäuscht. Kurz danach habe ich die Abteilung gewechselt, aber voriges Jahr kam dann die Entlassung. Ersparen Sie uns Ihre Lebensgeschichte. Wir wollen wissen, was Sie zu tun gedenken. Das interessiert uns. Mrs. Lords, die Telefone sind tot, aber die Verbrecher hatten das hier dabei. Super! Wozu soll das gut sein? Sollen wir denen in die Arme rennen? Ich werde mich nicht diesen Galgenvögeln ausliefern. Werde ich auch nicht, aber damit bekommen wir vielleicht Funkkontakt zur Rettungsmannschaft. Genau. Es gibt nur einen Haken. Quentin sitzt auch in der Falle. Und wenn er den Funkspruch zufällig mithört, dann weiß er genau, wo wir sind. Und hat Geiseln. Uns. Was hat uns gerade noch gefehlt? Du hör mal. Es tut mir leid, dass ich... Naja, dass ich dich vorhin angemault habe. Normalerweise bin ich gar nicht so. Schon okay. Mir tut's auch leid. So einen Scheiß habe ich noch nie erlebt. Nein, ich auch nicht. Hätte aber auch schlimmer kommen können. Stell dir vor, wir wären doch zum Spiel gegangen, dann müssten wir zusehen, wie unsere Eltern sich abknutschen. Ja. Das wäre schlimmer, als in einem Gebäude zu ersticken, in dem Rauchverbot herrscht. Ich hab was reingekommen. Funktioniert's? Ja. Okay, versuchen wir es mal. Dann mal los. Ja, das sehe ich ganz gut. Chief? Danke. Dreht mir mal den Kanal rein. Agent Fane? Wir haben gerade wieder einen Funkspruch von da drinnen empfangen. Diesmal haben die einen anderen Kanal gewählt. Einen anderen Kanal? Und was will er? Scheint nicht derselbe zu sein. Hört ihr das? An alle, hier spricht Chief Backman. Rettungsbezogener Funkverkehr ist augenblicklich einzustellen. Verzeihung, sprechen Sie bitte jetzt. Danke, hier ist der Leiter des Wachdienstes. Ich meine... Ehemaliger Leiter des Wachdienstes, Dean McConnell aus dem Bürogebäude. McConnell? Einsatzleitung Agent Fane. Fane? Walter Fane? Darf ich fragen, was Sie dort zu suchen haben, McConnell? Ich wollte nur Freunde besuchen. Bleiben Sie dran. Die Entlassungswelle. Es gab damals allerhand böses Blut. Das wäre möglicherweise eine Erklärung. Seine Personalakte. Und verständigen Sie bitte die Polizei. Schildern Sie uns Ihre Lage, damit wir helfen können. Hören Sie, Fane, ich habe hier ein fremdes Funkgerät. Gibt es keine abhörsichere Leitung? Die Fernsprechanlage ist ausgefallen. Die Täter haben sich auch über Funk bei uns gemeldet, aber auf einer anderen Frequenz. Machen Sie es kurz, dann besteht keine Gefahr. Okay. Ich bin hier im 14. Stock. Außer mir noch 8 weitere Personen. Davon 2 Personen verletzt. Das Stockwerk unter uns brennt und die Täter sind irgendwo über uns. Einen Moment bitte.
Oh, super. Ich wusste, dass ich die Stimme irgendwoher kenne. Seine Akte ist in Ordnung, aber hier ist eine Liste seiner Kollegen, Freunde und so weiter. Einer hat im gleichen Jahr wie er den Job verloren, ein Typ namens Quentin Darby. Ich garantiere, das war der Kerl, der die Forderung gestellt hat. Freunde besuchen. Ich begreife das nicht. Was soll denn dieses Affentheater? Vielleicht sollen die Leute als Geiseln benutzt werden, keine Ahnung. Warum sagen Sie das dann nicht? Was nutzen Geiseln ohne Androhung von Gewalt? Ich wäre froh, wenn ich das wüsste. Hey, Fane, können Sie uns hier rausholen? Ja, vielleicht mit einer Rettungsboje vom gegenüberliegenden Haus. Riskant, könnte aber funktionieren. Der 19. Stock hat Zugang zum Dach. In den 18. Das war eben der 19. Können Sie den 18. Stock erreichen? Ja, ich denke schon. Wo befinden sich die Täter? Wissen wir nicht. Sie verlangen einen Wagen und freies Geleit zum Flughafen. Stellt sich ahnungslos. Und wie kommen die ins Erdgeschoss? Gar nicht. Es sei denn, sie können Drachen fliegen. Gehen Sie mit den Leuten in den 18. Stock. Den Rest machen wir. Gut, wir melden uns wieder, wenn wir dort sind. Halten Sie Ihre Leute in Bereitschaft. Und zwar, bis Sie wieder von uns hören. Aber bitte unauffällig. McConnell, Ende. Ich will Scharfschützen auf dem Dach des Nachbargebäudes. Sofort. Na los. Was ist denn? Ach, ich weiß nicht. Irgendwas an Fanes Ton. Wir waren zwar nie dicke Freunde, aber keine Ahnung. Okay, alle mal aufgepasst. Wir müssen uns ruhig verhalten. Und vor allem vorsichtig sein. Es könnte sein, dass wir die Männer treffen, die für den ganzen Schlamassel verantwortlich sind, okay? Dann los. Was macht ihr, Kopf? Geht schon wieder. Schön leise. Das Feuer ist überall. Wo sollen wir jetzt hin? Denk mal nach. Welche anderen Behörden sind hier noch im Haus untergebracht? Andere? Führerscheinstelle, Passamt, Familienfürsorge. Die Post hat ja auch ein Büro. Ja, die Post, meinetwegen. Wir haben keine Zeit für sowas. Das heißt, die offizielle Behördenpost wird irgendwo an zentraler Stelle gesammelt. Und das ist eine ganze Menge, du weißt, was ich meine. Mehr als der Personenaufzug befördern kann. Und so viel für den Lastenaufzug. Abgesehen davon wäre es ein Jammer, wenn dringende Abgeordnetenpost mit dem Fahrstuhl befördert wird, der in jeder popligen Etage halten muss. Worauf willst du hinaus? Ich denke, du hast die Baupläne studiert. Hab ich auch. Quent, du bist der Größte. Das war wieder bestens geplant. Das ist ein Expressfahrstuhl. Ein Schacht aus reinem Stahlbeton. Kein Halt zwischendurch. Kein Rauch, kein Feuer. Und die Endstation? Postsammelstelle. Im Keller, wo kein anderer Aufzug hält. Aber das Beste daran ist, vom Untergeschoss verläuft ein Förderband zur Hauptpost im Nachbargebäude. Wir fahren gemütlich durch den Zugangstunnel, ohne dass irgendeiner was merkt. Worauf warten wir noch? Ja. Sie, Mrs. Lords, wir dürfen nicht die Nerven verlieren. Versuchen Sie, die Ruhe zu bewahren. Nein, nein, ich halte das nicht mehr aus. Ich kann das nicht. Okay, zum Aufzug. Kommen Sie, folgen Sie mir. Das ist doch Irrsinn. Wir gehen immer noch in die falsche Richtung. Der Fahrstuhl ist ausgefallen. Wir müssen nach unten. Ich fürchte, er hat recht. Wir müssen in den 18. Das ist unsere einzige Chance. Wir gehen durch den Fahrstuhlschacht. Wir müssen es versuchen. Durch den Fahrstuhlschacht? Da oben, wo es brennt und uns die Männer auflauern? Das wäre Selbstmord, auch wenn wir es schaffen würden. Sie sagen doch selbst. Der Typ da unten klang irgendwie komisch. Der will uns in die Falle locken, glaube ich. Warum sollte jemand sowas tun? Weil wir zu viel wissen. Lästige Zeugen, blöde Vorurteile, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Er hat in einem Punkt recht. Wenn wir nach oben gehen, sind wir näher an den Männern und näher am Feuer. Ich komme nicht mit. Das ist mein letztes Wort. Er wird schon wissen, was er... Wenn ihr unbedingt hier krepieren wollt, bitte von mir aus. Aber wenn mein Dad sagt, wir müssen nach oben, dann müssen wir auch nach oben. Und wenn er sagt, dass der einzige Weg durch den Fahrstuhlschacht führt, dann ist das auch der einzige Weg. Ihr könnt ruhig noch mit ihm diskutieren. Aber eins weiß ich aus Erfahrung. Für gewöhnlich hat er recht. Ich komme jedenfalls mit. Also los! Ich komme auch mit. Was? Du gehst ohne mich? Selbstverständlich nicht, du kommst auch mit. Bitte, Liebling, du hast mich noch nie im Stich gelassen und fang heute nicht damit an. Aber wenn du dich dieses Mal irren solltest, werde ich dir meinen Lebtag nicht verzeihen können. Ja, du ist ja gut. Komm jetzt, komm, Liebling. Na komm. Schön, wenn du meinst.
Wenn er doch recht hat? Glaub mir, der Kerl ist im Irrtum. Ich bleib bei ihm. Ihr verbrennt doch alle! Moment mal, wieso geht das nicht? Keine Ahnung. Die Energieversorgung läuft über ein spezielles Stromnetz. Stemmen wir die Tür auf. Soll das ein Witz sein? Ja, du hast es erfasst. Und zwar auf unsere Kosten. Wie ist sowas möglich? Sparpolitik. Sparpolitik? Was meinst du damit? Die konnten ihn nicht zu Ende bauen, weil die Mittel gesperrt wurden. Er war geplant, aber wurde nie fertiggestellt. Dieselbe Rotstiftpolitik, die uns damals die Jobs gekostet hat. Hilf mir mal. Noch ein Stück. Okay, das könnte klappen. Juan, du machst den Anfang. Von hier aus 4 Stockwerke. Wenn die Fahrstuhltür nicht zu heiß ist, aufmachen. Danach kommen die Frauen dran. Amy, du kümmerst dich um die Älteren. Ist gut. Hallo! Warte. Ist da jemand? Hallo! Kann mich jemand hören? Das kommt aus dem anderen Schacht, da drüben. Da ist jemand eingeschlossen. Wir kommen! Warten Sie! Hier oben sind wir! Hier oben! Kommen Sie, helfen Sie mir! Hier oben sind wir! Michelle. Die? Mom, was? Hier. Das frage ich dich. Was um Gottes Willen ist passiert? Du hast doch gesagt, ihr wollt zum Basketball. Stimmt auch. Wir wollten nur unterwegs noch jemanden abholen. Fiona, darf ich vorstellen, meine Ex-Frau Michelle. Der Kerl ist durchgedreht. Wir sind geliefert. Weiß ich auch. Jeremy hat vorhin eine gute Frage gestellt. Was hast du hier verloren? Ich habe einen Reisepass beantragt. Ah, wir wollen wohl ins Ausland. Und da wir schon mal hier sind, stocken wir gleich noch ein bisschen die Reisekasse auf. Hast du eine Ahnung, wie wir herausfinden? Der Weg nach unten ist abgeschnitten. Ich weiß, wie wir runterkommen. Und wie? Der Fahrstuhl, aus dem sie rauskamen. Ja, es gibt keinen Strom. Aber er hat eine Fangvorrichtung. Und ich habe mal beobachtet, wie man damit umgeht. Ich könnte uns in 0, nichts nach unten befördern. Wir müssten durchs Feuer. In dem Schacht brennt es doch kaum. Da rasen wir einfach durch und fertig. Worauf warten wir dann noch? Gehen wir! Also los. Na toll. Unser Superhirn hat wieder Scheiße gebaut. Jetzt kleben wir hier wie eine Mücke an der Kerze, die an beiden Seiten brennt. Weißt du was? Wenn du noch mal so eine blendende Idee hast, würde ich sie liebend gern hören. Vorlautes Maul. Was denn, was denn? Hat wohl jemand Hilfe angefordert? Oder kommen die, um dich zu retten, Tom? Ja, schön wär's. Okay, da wären ja unsere Freunde. Ich korrigiere. Das können unmöglich Touristen sein. Sie sind bewaffnet bis an die Zähne. Also, ich sag's ja. Die Leute aus der Besuchergruppe sind vermutlich längst tot. McConnell und dieser Darby stecken unter einer Decke. Feuer nach Belieben. Ich wiederhole, Feuer nach Belieben. Ja, Sir. Ziel im Visier. Zu spät. Kein freies Schussfeld, Sir. Ich kann nicht zielen. Der Rauch ist zu dicht. Das Gebäude im Visier behalten. Wenn sich die Gelegenheit bietet, schießen Sie. Roger. Das ist ja hochinteressant. Irgendjemand im Haus hat hier offenbar Funkkontakt nach draußen. Ich möchte wissen, wie Dean das wieder geschafft hat.
Dann wollen wir mal, Jungs. Unter Umständen gibt es doch einen Weg nach draußen. Also, das ergibt hinten und vorne keinen Sinn. Die können sich sowieso nicht lange versteckt halten. Wenn McCornell uns wirklich was vorgeschwindelt hat, verstehe ich nicht, was er damit bezwecken wollte. Vielleicht hat sein Hirn ausgesetzt. Soll er da oben verbrutzeln, anstatt auf dem elektrischen Stuhl? Ist auch die bequeme Lösung. Hey, was haben Sie denn da vor? Wir fahren ins Erdgeschoss. Wir würden euch ja mitnehmen, aber der Platz ist knapp. Und wir sind auch in Eile. Seid ihr verrückt geworden? Das Ding, der wird gleich in Flammen aufgehen. Spar dir die Puste. Noch alles Gute. Weg mit dem Teppich. Pass auf. So, geschafft. Nächster Halt, Erdgeschoss. Schön festhalten. Toll. Sie sind ein Genie. Wir sind jetzt zu acht hier, haben zwei Leute verloren und eine Person kam dazu. Ich will mit einem der Besucher sprechen. Ich muss mich erst vergewissern, ob die Leute noch am Leben sind. Vergewissern? Wie meinen Sie das? Wir wissen, dass Sie mit drin hängen. Was wir nicht wissen, ist, ob sich die Besucher in Ihrer Gewalt befinden. Und wenn ja, wie Ihr Zustand ist? Was? Sind Sie noch ganz dicht? Das ist ja wohl die Höhe. Agent Fane? Hier spricht Fiona Dell, Personalnummer 4166A. Ich bin die Fremdenführerin und garantiere Ihnen, dass die Gruppe quicklebendig ist und Mr. McConnell ganz sicher nicht an diesem Überfall heute beteiligt war. Er hat die Typen sogar bekämpft! Hören Sie mir zu. Wir wollen Sie da rausholen. Wir wissen, dass Sie unter Druck gesetzt werden. So, jetzt hören Sie mir zu, junger Mann. Anstatt die Zeit zu vertrödeln und so einen Unsinn zu reden, holen Sie uns endlich hier raus. Oder Sie werden sich wünschen, Sie hätten niemals meinen Weg gekreuzt. Ich bin eine persönliche Freundin von Governor Davis. Und wenn Sie unter Druck gesetzt werden wollen, das lässt sich einrichten. Sie spielen ziemlich überzeugend, was, Fane? Sieht aus, als haben Sie daneben gehauen. McConnell? Fire Chief Backman hier. Hier lag offenbar eine Fehleinschätzung vor und dafür bitten wir um Entschuldigung. Und was den 18. Stock angeht? Dort hat sich die Bande breit gemacht. Selbst wenn wir die Kerle unschädlich machen könnten, wäre es zu spät für eine Rettungsaktion. Das Feuer ist schon bis dorthin vorgedrungen. Die können uns nicht einfach hier so sitzen was lassen. Was bleibt Ihnen denn anderes übrig? Wir müssen alleine klarkommen. Ach du Komm, es wird alles gut. Was glauben Sie, Backman? Wie lange ist es hier noch auszuhalten? Wir haben hier ein Computermodell von den beiden Bränden. Sekunde. Sie werden vor dem 16. Stock zusammentreffen. Sie befinden sich jetzt im 14., richtig? Genau. Mit zunehmender Brenngeschwindigkeit steigen auch die Temperaturen. In etwa 15 Minuten wird der Treffpunkt erreicht sein. Wenn es soweit ist, entsteht eine Flammenfront, die den restlichen Sauerstoff verschlingt. Nur der Stahl wird der extremen Hitze standhalten. Okay, haben wir irgendeine Überlebenschance? Sieht so aus, als ob Sie in der 16. Etage noch am längsten sicher sind. Jeder Stock verfügt über einen Schlauch und einen 4000 Liter fassenden Wassertank. Versuchen Sie, das Feuer damit aufzuhalten. Wir denken inzwischen über eine Lösung nach. Verstanden. Also, es sieht nicht gut aus. Wir gehen wieder rauf in den 16. Aber da kamen wir doch her. Da, wo alles angefangen hat, ja. Augenblick mal. Was denn? Hier nochmal McConnell. Chief Backman, bitte. Was gibt's, McConnell? Hören Sie, Backman. Auf der 16. Etage ist ein Tresorraum. Beton mit einer Stahlverkleidung. Könnte man die Explosion dort vielleicht überstehen? Da wäre noch die Hitze und gewisse bauliche Faktoren zu berücksichtigen, aber möglich wär's, ja. Okay. Also, das ist wenigstens eine Chance. Kommt mit. Ein verflucht gerissener Teufel ist es. Im Übrigen einer der Gründe, warum ich ihn so hasse. Freunde,
Wir müssen doch nicht in diesem Brutkasten verrecken. Und 7 Geiseln kriegen wir umsonst dazu. 8. Er hat gesagt, es sind 8. Nicht, wenn ich mit ihm fertig bin. Warum sagst du mir nicht die Wahrheit? Irgendwann kommt es ja sowieso raus. Wie meinst du das? Du hältst mich für bescheuert. Bei Jeremy mag das Theater vielleicht noch funktionieren. Aber denk nicht, du könntest mir was vormachen. Also sag mir jetzt die Wahrheit. Dean, ich habe nicht die geringste Ahnung, wovon du sprichst. Fane hatte recht. Unter uns ist doch eine Person, die in der Sache drin hängt. Aber das bist du, Michelle, nicht ich. Was hast du dir eigentlich dabei gedacht? Dass du ungeschoren davonkommst? Bist du wahnsinnig? Wann hat das mit dir und Quentin wieder angefangen? Etwa schon vor oder doch erst nach unserer Scheidung? Und dieser Überfall sollte wohl für euch beide so eine Art Flitterwochen sein. Du kannst dir deinen Sarkasmus schenken, ja? Ich kenne dich ja nicht mal mehr. Falsch, Dean. Du hast mich nie gekannt. Leute, kommt schon, in den Tresorraum. Los, Beeilung, oder wir sind die Nächsten. Von innen lässt sich der Raum nicht verriegeln. Er muss nicht verriegelt sein. Ich fürchte doch. Wenn das Feuer kommt, wird es in Sekundenbruchteilen den ganzen Sauerstoff schlucken. Und durch den Sog wird die Tür aufgerissen. Verstehe. Das soll also heißen, jemand muss von außen die Tür schließen. Gleich um die Ecke. Versteckt euch. Bist du sicher, dass sie herkommen? Hey, vielleicht hat das Feuer sie erwischt. Keine Sorge, die kommen. Und wenn sie hier auftauchen, dann gehören sie uns. Wieder zurück. Wir müssen die Tür verriegeln. Nein, wir warten noch auf meinen Dad. Keine Sorge, wir warten ja. Wenn wir noch lange warten, ersticken wir hier. Er hat recht. Und wer von uns macht die Tür zu? Einer muss draußen bleiben. Oder ich. Oh nein, Stuart, nicht doch. Nein, Stuart, nicht du. Lieber ich als diese jungen Leute. Oh nein, 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 nicht weinen. Audrey, wir haben so viele schöne Erinnerungen, du und ich. Wir waren glücklich, nicht wahr? Du brauchst nicht zu weinen, das nimmt uns niemand weg. Nein, Stuart, tu es nicht. Nein!
Nein, Stuart! Hey, wartet! Seht doch! Den! Dad! Hast du mich erschreckt, Mann? Klaus, was machst du denn hier? Kleine Stippvisite. Freust du dich, mich zu sehen? Quentin, ich bitte dich, hör auf. Das kannst du doch nicht tun. Ich wusste nicht, dass Jeremy mit reingezogen wird. Ich auch nicht. Wir müssen wohl improvisieren, wie es aussieht. Keiner von euch wird draußen bleiben müssen. Wir haben schon einen Freiwilligen. Nein! Auf! Quentin! Hast du dir wehgetan? Nein, alles bestens. Und bei dir? Ich warne dich, rühre ihn nie wieder an. Solange ich hier bestimme, mache ich mit dem Rotzbengel, was mir gefällt. Ist das klar? Pass ja auf, Quentin. Das Gleiche rate ich dir auch, Michelle. Dein Verflossener hat offenbar einen schlechten Einfluss auf dich. Deinen Dad nach draußen zu schicken, ist gar keine so dumme Idee, Jeremy. Es trägt dazu bei, die familiären Verhältnisse etwas übersichtlicher zu gestalten. Zeit, um zu gehen, Dino. Geh nicht heraus. Ich komm schon klar. Dad, bitte nicht! Es ist alles in Ordnung, hab keine Angst. Vorwärts, raus! Dad! Jeremy, nein! Genau wie in guten alten Zeiten. Nein, du hast die Seiten gewechselt. Dean!
Amy? Amy! Amy! Oh, Gott sei Dank. Dean? Dean? Dean! Es tut mir sehr leid. Ruhe mal! Da klopft irgendwas. Mal her und helf mir. Oh, Schätzchen. Hey, alles in Ordnung? Alles okay. Gut gemacht. Danke. Das ist Quentin Darby. Und das ist Dean McConnor. Er ist einer von uns. Wir können von Glück sagen. Ja, das können Sie laut sagen. Hast du recht. Kommt hier rüber mit den Decken. Ich fühle mich gut. Keine Diese Sorge. Frau gehörte auch zu den Gaunern. Ja, das stimmt, aber am Ende war sie auf unserer Seite. Das wird alles geklärt, nur keine Bange. Danke. Ein Vulkan ist auch nicht viel heißer. Danke für alles. Keine Ursache. War mir ein Vergnügen. Hören Sie, es tut mir leid, dass ich Sie verdächtigt habe. Vergessen wir es. Es lag ja auch nahe. In unserer Abteilung gab es ein paar Änderungen. Es wurden wieder neue Gelder bewilligt. Ich dachte, vielleicht haben Sie Lust. Ja. Na ja, zurückzukommen. Wieder bei uns anzufangen. Ich denke drüber nach. Okay. Und was würdest du davon halten? Keine Ahnung, ich hätte nichts gegen ein zweites Einkommen. Vergiss nicht, dass du bald noch eine verzogene Tochter mit extravaganten Kleiderwünschen zu versorgen hast. Man könnte auch sagen, eine Prinzessin. Nein, wie kommst du denn auf sowas? Weißt du, wie Überstunden in einem brennenden Haus vergütet werden? Na ja, ich hoffe, dass wir Freikarten für das nächste Basketballspiel bekommen. Komm, wir gehen. Ich bringe sie nach unten.